Vor ein paar Stunden kam ich hier rein und sehe die ganze Technik. Es ist gigantisch, dass man sowas auf die Beine stellen kann, und dafür ein großes Kompliment. Mein Sohn hat die Idee entwickelt, zu sagen, wir vermischen, deshalb heißt es ja auch Mashup-Tournament, wir vermischen Gaming-Szene und Sportler und versuchen da eine Brücke zu schlagen. Wir haben natürlich die Expertise gehabt, dass PRG andere große Events ausgerichtet hat in Amerika und auch in Deutschland und auch in Europa. Und wir wollten uns da wirklich die besten Leute reinholen. Ja, wir haben hier gemeinsam eigentlich mit Blackbird eSport und Sports Total dieses Projekt umgesetzt in einem sehr ambitionierten Zeitrahmen. Konnten hier auch beraten mit einsteigen, kreativ auch mitarbeiten, die Abläufe mitgestalten, in einem wirklich tollen Setup zusammen, haben hier 360 Grad das ganze Event als Dienstleister umgesetzt. Mit einer tollen Herausforderung, eigentlich Streaming, Broadcast, was im E-Sport-Bereich wirklich wichtig ist. Und besondere Herausforderung hier ist sicherlich Fußballprofis, die in Deutschland vorm Rechner sitzen, hier mit den Spielern, die live vor Ort sind, zu integrieren und auf Twitch zu streamen. Bei den Spielern zu Hause war die große Herausforderung, dass es eine große Latenzzeit gibt, wenn man den normalen Weg über normale Internetverbindungen geht. Also teilweise bis zu 20 Sekunden. Das ist natürlich für Emotionen in einem Spiel, das geht nicht. Das heißt, wir haben vor allen Dingen die Herausforderung gehabt, wie schaffen wir es, dass wir in kürzester Zeit die Signale hier auf unsere Regie bekommen. Und wir haben es runtergeschraubt bis auf 0,5 Sekunden. Das ist wirklich super. Ich war sehr überrascht, als ich vor 3 Tagen hier ins Studio gekommen bin. Ich hatte eine hohe Erwartungshaltung und muss sagen, die ist sogar übertroffen worden, wenn ich sehe, wie professionell hier gearbeitet wird und mit welchem großen Team tatsächlich diese Produktion umgesetzt wird. Unglaublich. Also wirklich, ich habe so eine Produktion bis jetzt in meinem Leben noch nie gesehen.